Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer hier beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Kati Schneider und ich weiß, auch wenn der Vorname sich etwas ähnelt, haben Sie heute hier an dieser Stelle meine Kollegin Katrin Jakob erwartet. War auch so geplant und eigentlich sollte ja unsere häufig angekündigte und sehr spannende Hörerfolge zur Hafermilch heute kommen. Die stellen wir aber jetzt morgen in einer Zusatzepisode sozusagen für Sie bereit. Weil heute müssen wir natürlich über Trump sprechen. Den ersten Präsidenten in der Geschichte der USA, der verurteilt worden ist. Im Schweigegeldprozess in allen 34 Anklagepunkten schuldig. Und Trump sagt dazu, nicht anders zu erwarten: I'm a very innocent man. Ja, was dieser Schuldspruch jetzt bedeutet, das kläre ich mit unserem Korrespondenten in Washington, Majid Sattar, der aber gerade zur Urteilsverkündung in New York ist, und mit unserem Nachrichtenchef Andreas Ross. Heute ist Freitag, der 31. Mai. Mitgearbeitet haben Katrin Becker und Corinna Budras. Vielen Dank dafür und schön, dass Sie dabei sind. We are looking at count one, guilty. Count two, guilty. Count three, guilty. Es ist ein historisches Urteil. Donald Trump ist schuldig. In dem Verfahren in New York ging es um Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, mit der der ehemalige US-Präsident 2006 eine Affäre gehabt haben soll. Die Zahlungen hat sein Anwalt Michael D. Cohen geleistet. Die Rückzahlung der $130.000 an ihn hat die Trump Organization als Anwaltskosten verbucht. Die Staatsanwaltschaft hatte Trump vorgeworfen, die Zahlungen mit dem Ziel, verschleiert zu haben, den Präsidentschaftswahlkampf 2016 zu beeinflussen. Es ging um 34 Zahlungen. Laut der Jury hat sich Trump in allen Fällen schuldig gemacht. Jede einzelne der Zahlungen kann mit bis zu 4 Jahren Gefängnis bestraft werden. Möglich ist aber auch eine Geldstrafe. Das Gericht hat angekündigt, die Strafe erst im Juli festsetzen zu wollen. Trump und seine Anwälte wollen Berufung einlegen. Ja, das mal eine kurze Einordnung, worum es in dem Prozess eigentlich ging. Vielen Dank, Katrin Becker. Bei mir am Telefon ist jetzt unser politischer Korrespondent in den USA, Majid Sattar. Hallo, Majid. Hallo. Majid, wenig Schlaf für dich nach dieser Trump-reichen Nacht. Du bist nicht wie sonst meistens in Washington, sondern immer noch in New York, hast den Urteilsspruch aus nächster Nähe verfolgt, warst aber nicht im Gerichtssaal, sondern vor dem Gebäude, dass das Urteil schon am Donnerstagnachmittag kam. Wie kalt hat Trump das denn erwischt? Also nach allem, was man weiß und was Journalisten, die sozusagen im Gerichtssaal waren, beziehungsweise in dem sogenannten Overflow-Raum, wo man das per Video verfolgen konnte, war er sehr überrascht, denn selbst der Richter war überrascht. Er hatte am Donnerstagnachmittag gegen 4 sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwälte zurück in den Gerichtssaal gebeten und hatte denen mitgeteilt, er wolle die Jury, die Geschworenen, in einer Viertelstunde entlassen, weil sie offenbar nicht zu Potte kamen und man denen sozusagen den Abend freigeben wollte, damit sie am nächsten Tag weitermachten. Tatsächlich lief es dann aber so, der Richter verließ den Saal und bekam eine Mitteilung von den Geschworenen, dass sie ein Urteil gefällt haben. Das hatte ihn selbst überrascht. Er kehrte also gleich wieder zurück in den Gerichtssaal und teilte das den Parteien mit. Und in dem Moment veränderte sich die Stimmung schlagartig. Trump hatte zuvor noch geflaxt mit seinem Verteidiger Todd Blanche und plötzlich versteinerte sein Gesicht und er ahnte, dass das keine gute Nachricht sein konnte, denn die Auskunft des Richters hieß, man habe ein Urteil gefällt. Die Hoffnung, es komme zu einem Fehlprozess, weil es keine Einigung geben würde, war damit zunichte. Also ein überraschter und kalt erfischter Trump. Wie hat er sich denn danach verhalten? Also es muss so gewesen sein, dass er, während die Gerichtsschreiberin den Vorsitzenden der Geschworenen nach den einzelnen Anklagenpunkten fragte und er immer wieder sagte, guilty, 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 34 Mal, saß Trump sozusagen mit verschränkten Armen da, versteinerter Miene und errötetem Gesicht. Als das Prozedere vorbei war und der Richter verkündet hatte, dass er das Strafmaß am 11. Juli verkünden werde und dann die Parteien verabschiedete, stand Trump von seinem Platz auf, schüttelte die Hand seines Sohnes Eric, der wiederum so aufmunternd seine Schulter klopfte und dann verließen sie den Gerichtssaal.
Trump ging wie üblich dann vor den Gerichtssaal in den Flur und gab das übliche Statement ab, das Urteil sei eine Schande, er habe keinen fairen Prozess gehabt und das wahre Urteil werde im November, also bei der Präsidentenwahl, fallen. It's a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here and everybody knows what happened here. Wie war denn die Stimmung dann vor dem Gerichtssaal, als das bekannt wurde? Also wir sprechen, und du schreibst das ja auch immerhin, von einem historischen Moment, ne? Ja, das war's. Vor dem Justizkomplex hatte sich ja diese Medienwand aufgebaut. Hunderte von Kameraleuten und Journalisten, die auf das Urteil warteten. Dahinter in einem kleinen Park standen etwa 2-3 Dutzend Trumpisten, die den Tag über ihre Fahnen geschwenkt hatten, ab und zu irgendwelche Sprüche skandiert hatten, ansonsten aber auch ganz ruhig waren. Plötzlich, als dann das Urteil über Twitter sozusagen nach draußen kam und sich die Nachricht verbreitete, dass Trump schuldig ist, brach Jubel aus. Nicht bei den Trumpisten natürlich, sondern bei den anderen, die dort auch standen, die auf eine Verurteilung gehofft hatten. Die Trumpisten schwiegen dann und waren ganz ruhig. Ich habe dann später, weil ich ja schreiben musste, den Justizkomplex verlassen und lief zurück in mein Hotel und sah sozusagen das Passanten, die gerade aus ihren Büros kamen, es war ja dann so gegen 5, sich vor der Absperrung vor dem Justizgebäude versammelt hatten, weil sie irgendwie doch Zeugen dieses historischen Momentes sein wollten und Fotos machten und lachten und sich umarmten und bei einigen flossen auch Tränen. Kannst du das mit irgendeinem Moment vergleichen, das, was da gestern passiert ist? Ja, mich hat das erinnert an eine Szene im Jahr 2020 nach der Präsidentenwahl, als wir Tage darauf warteten, dass Joe Biden dann auch endgültig zum Wahlsieger erklärt werden würde. Und als das dann geschah, als er also die nötige Mehrheit im Electoral College hatte, war ich in Washington und es brach sozusagen ein Hubkonzert aus. Leute liefen auf die Straße und umarmten sich. Das war so eine Szene, an die ich mich gestern erinnerte. Majid, lass uns nochmal auch jetzt über die nächsten juristischen Schritte sprechen. Trump will ja in Berufung gehen. Das Strafmaß, das kommt am 11. Juli. Das hast du eben gesagt. Was folgt dann jetzt weiter? Ja, also der Anwalt Todd Blanche hat gestern angekündigt, er wolle, bevor er Berufung einlege, noch einige Anträge stellen. Das hatte er gleich nach der Urteilsverkündung probiert, wurde aber von Richter Merchant sofort abgewiesen. Das wird mutmaßlich auch so sein, dass die weiteren Anträge abgewiesen werden. Und dann wird er fristgerecht, das hat er angekündigt, Berufung einlegen. Dann muss man aber sagen, muss Trump sozusagen als Straftäter den Wahlkampf führen. Unmittelbar wenige Tage nach der Urteilsverkündung am 11. Juli findet dann der Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee statt. Dort wird er dann offiziell gekürt als republikanischer Präsidentschaftskandidat mit dem Manko, erstmals in der Geschichte als nicht nur als früherer Präsident ein Straftäter zu sein, sondern auch als Kandidat als solcher ins Rennen zu gehen. Umfragen, und das war auch, glaube ich, der Grund, warum Trump so versteinert geguckt hat, Umfragen legen nahe, dass doch einige Wähler der moderaten Mitte durchaus Schwierigkeiten haben, einen Straftäter zu wählen, selbst wenn sie ihm ideologisch näher stehen als Joe Biden. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Strafmaß zu sprechen kommen. Es heißt ja, dass er für jeden Anklagepunkt bis zu 4 Jahre hinter Gitter kommen kann. Dass das so weit kommt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Mit welcher Strafe wird denn gerechnet am 11. Juli? Also ehrlich gesagt, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Insofern sollte man solche Vorhersagen nicht machen. Ich weiß nicht, welches Strafmaß verkündet wird. Ich rechne nicht mit einer Haftstrafe, sondern allenfalls mit einer Bewährungs- und Geldstrafe für Trump. Letzte Frage, Majid. Heute Abend will Trump ja ein Pressestatement abgeben im Trump Tower. Welche Reaktion erwartest du denn jetzt, abgesehen von seiner altbekannten Hexenjagd-Interpretation? Ich glaube, es wird sozusagen more of the same sein. Er ist ja gestern aus dem Gerichtssaal rausgetreten und hat auch schon von einer Schande gesprochen, von einem korrupten System und all dem. Und ich glaube, so wie Trump ist, wird er das wiederholen. Die Symbolik wird allerdings interessant sein, weil Trump nun an dem Ort steht, wo 2015 alles einmal angefangen hat mit dem Präsidentschaftskandidaten Trump, als er die berühmte Rolltreppe runterfuhr. Also ein symbolischer
historischer Moment. Du wirst auf jeden Fall dranbleiben und drüber berichten für die Zeitung, für FAZ.net. Und den Link zu deinen bisherigen Artikeln, die hänge ich auch in die Shownotes. Vielen Dank, Majid, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Sehr gerne. Laut Umfragen wird es für die moderate Mitte schwierig werden, einen Straftäter zu wählen, sagt unser Korrespondent Majid Sattar. Darüber und was das Ganze für den Wahlkampf bedeutet, das bespreche ich jetzt mit unserem Nachrichtenchef Andreas Ross an einem Very Crazy Day. Hallo Andreas. Hallo. Andreas, welche Wählerschichten fühlen sich jetzt bestärkt und welche reagieren mit Ablehnung? Naja, bestärkt fühlt sich natürlich die America First, Trumpist, MAGA, Hexenjagd-Fraktion. Von denen erwarte ich mir aber jetzt keine große Veränderung, denn die sind sowieso diehard Trump-Anhänger, die werden Trump wählen. Niemand von denen hat eine Sekunde drüber nachgedacht, Biden zu wählen. Und insofern sind die jetzt also vielleicht noch überzeugter davon, dass das alles ein Riesenscam ist und Biden bekämpft werden muss. Hm. Aber ich glaube nicht, dass an der Stelle noch Stimmen zu gewinnen sind, die Trump nicht bisher schon hatte. Das sind aber sehr, 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 sehr viele Stimmen, die er sowieso schon hatte und die er jetzt auch nicht verliert. Dann stimmt es sicherlich, dass die moderate Mitte sich ein bisschen schwer tut mit der Vorstellung. Dann nehmen wir doch diesmal einen Straftäter. Hm. Die Frage ist, wie groß ist die moderate Mitte oder was ist das eigentlich genau? Das ist in dem polarisierten System, Stichwort Stammesfehde. Es gibt ja einen Grund dafür, dass wir den Begriff meistens sagen. Keine riesig große Gruppe mehr, weil letztlich eben auch Leute, natürlich gibt es immer noch in Amerika mehr Menschen, die einer Mitte zugehören, als die Extremisten sind. Aber am Ende, wenn man dann zu Leuten geht, die wirklich unentschieden sind, also die sich eine Wahl des einen oder des anderen Kandidaten vorstellen können und nicht aus irgendwelchen Gründen den einen längst abgeschrieben haben, da sind es dann doch nicht mehr so viele. Mhm. Es war sicherlich unter dem Strich kein guter Tag für Donald Trump, auch nicht für den Kandidaten Donald Trump, weil sozusagen die noch stärkere Begeisterung seiner Hardcore-Fans, also das war nicht sein Problem, dass die bisher zu lame gewesen wären. Sein Problem ist die Anschlussfähigkeit an Leute, die sich bisher noch sehr schwer tun mit dem Gedanken an eine weitere Trump-Präsidentschaft. Und da hat er mal mindestens nicht gepunktet heute. Ich habe letztens in der New York Times einen Artikel gelesen, wo es auch nochmal um die Wechselwähler ging. Das ist ja jetzt so eine Sache, wo er die jetzt eigentlich zu verlieren droht. Und da wird ja auch oft gesagt, das sind immerhin die Entscheidenden oder könnten die Entscheidenden sein. Ne? Das ist das Herrliche, wenn wir uns ja einig sind, dass diese Wahl sich in 4, 5, 6 Bundesstaaten entscheidet und dort jeweils in 2, 3 Counties entscheidet und dort wahnsinnig knapp werden wird. Dann kann einfach alles diese Wahl entscheiden. Da kann das Wetter die Wahl entscheiden, da kann die letzte Predigt in irgendeiner Großkirche die Wahl entscheiden. Wenn es um unheimlich wenig Stimmen geht, kann alles wahlentscheidend sein. Und so kann auch diese verschwindend klein gewordene, seltene Spezies des Wechselwählers, der sagt, oh, ich nehme diesmal den Biden, jetzt nehme ich wieder den Trump, die gibt's einfach in der echten Welt nicht viele von. Hm. Ja, das ist, da sind die Leute, haben sich für eine Seite des Grabens entschieden oder finden beide furchtbar. So, und ich glaube, das ist die nennenswertere Gruppe. Die Leute, die beide nicht haben wollen, aber nur mal diese Wahl haben, also realistisch gibt's halt nur einen von beiden, und die da jetzt entscheiden müssen, also die keinen wollen, aber einen müssen. Da ist die Frage, wie entscheiden, für wen entscheiden die sich und entscheiden sie sich überhaupt teilzunehmen an der Wahl? Da jetzt aus dieser leicht emotionalen Stimmung des heutigen Tages heraus irgendwas abzulesen. Es wird noch so unheimlich viel outrageous Trumpist-Zeug passieren zwischen jetzt und November, ganz abgesehen davon, dass wir in einer Großkriegslage, wo es auch gerade wichtige Entwicklungen gibt und so weiter sind. Es wird noch andere externe Faktoren geben. Deshalb möchte ich einfach aus heutiger Sicht nicht überschätzen, was der 31. Mai am 5. November bedeuten wird. Ein bisschen was bestimmt, aber heute ist nicht der Tag, wo wir uns hinstellen und sagen, jetzt hat er die Wahl verloren oder gar im Gegenteil, jetzt hat er sie gewonnen. Mhm.
Ich würde gern auch ein bisschen mit dir über die Reaktionen sprechen. Ist ja schon krass, was das Ganze hervorgerufen hat, auch beziehungsweise vor allem bei den Republikanern. Da können wir mal in eine Aussage reinhören. There are a lot of banana republics that are jealous of the United States court system today, because it was ridiculous. Ja, Brian Skimming war das, der Vorsitzende der Republikaner in Wisconsin, nennt das Rechtssystem in Amerika lächerlich. Was sagst du dazu, Andreas? Beziehungsweise kann sich das auch noch weiter hochschaukeln? Ja, das schaukelt sich jetzt definitiv erstmal hoch, also und zwar von einem schon ganz schön hohen Niveau aus. Also die Republikaner, die Trump unterstützen wollen, sei es aus tiefster trumpistischer Überzeugung oder weil er halt nun mal ihr Kandidat ist und sie nicht wollen, dass Biden weiter regieren kann, die haben ja eigentlich nur die Wahl, ins Trump'sche Lied der politischen Justiz einzustimmen. Aber das tun sicherlich viele auch aus tiefer Überzeugung. Ich muss gestehen, dass ich Brian Skimming nicht einschätzen kann, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, wenn er das sagt, dass sozusagen selbst die Bananenrepubliken vor Neid erblassen, wie bananenrepublikhaft die amerikanischen Gerichte sind, dann wird er wohl da auch eher zur Die-Hard-Fraktion gehören. In den meisten Bundesstaaten ist es ja auch so gekommen, dass Trump da seine Leute hat platzieren können. So, und die werden also immer weiter die Justiz delegitimieren. Und das finde ich schon ziemlich hart. Und wenn man diesen Gedanken weiter spinnt, wie man es ja leider tun muss, kommt es zu Gewalt oder zu Anfechtungen, wird versucht, ein Wahlergebnis zu kippen. Wir haben das erlebt vor 3,5 Jahren. Und dann spielt es natürlich schon eine Rolle, ob die Justiz, ob die Gerichte in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest in dem einen, auf der einen Seite des Grabens, schon wieder 5 Prozentpunkte an Zustimmung und an Vertrauen eingebüßt haben. Ja, und das ist also das, was hier gerade passiert. Aus der politischen Not heraus, es gibt ehrlich gesagt keine andere Rechtfertigung, jetzt zu sagen, wir bleiben bei Trump, außer zu sagen, das ist alles illegitim. Dann insofern werden wir viele Republikaner hören, die das intonieren, selbst solche, die in Wirklichkeit, wenn man sie nachts um 3 foltern würde, was ganz anderes sagen würden. Jetzt ist es ja so, dass das Strafmaß, ich habe eben schon mit Majid darüber gesprochen, am 11. Juli, also nur wenige Tage vor dem Nominierungsparteitag der Republikaner, verkündet wird. Wird das Auswirkungen darauf haben, meinst du? Naja, es wird nicht die Nominierung verhindern. Das ist ja alles eingepreist. Also niemand ist ja so richtig irre überrascht jetzt gerade. Aber klar, hat 2 Folgen für den Nominierungsparteitag. Erstens, die Leute, also Nominierungsparteitage sind ja eigentlich eine Dauerwerbesendung. Ja, also da sind sie konzipiert. Das hat nichts von dem Parteitag in Deutschland. Da wird über keinen einzigen Inhalt abgestimmt. Da werden keine programmatischen Rede gesprochen. Da wird 4 Tage lang versucht, in Primetime tauglich den Kandidaten zu bewerben und alle Sender übertragen es. Das ist mal die gratis Medienzeit, die man so kriegt. Und das wird natürlich schon konterkariert, wenn ein paar Tage vorher nochmal das andere Thema nach ganz, ganz, ganz vorne katapultiert wird, auch wenn die Nachricht dann ja allerhöchstwahrscheinlich nicht irgendwie auf Gefängnis oder sowas lauten wird, sondern irgendwie was anderes. Das ist das eine. Das andere ist, dass genau das, was ich eben beschrieben habe, dieses wir rücken jetzt noch enger zusammen wie ein Mann und dann ist halt die Justiz schuld, weil eine andere Redefigur gibt's ja irgendwie gar nicht. Die wird dadurch eben dann auch verstärkt. Also ich würde mir mal ausmalen, dass da 2.500 Menschen in einem Stadion sitzen und irgendwelche Sprechchöre über die korrupte Justiz in Amerika sind. Und wenn das so kommt, ich wäre zumindest nicht überrascht, eine Glaskugel habe ich auch nicht, dann wäre das nochmal so ein Moment, wo man mal einen Schritt zurücktreten muss und sagen, Wahnsinn, wie die Republikanische Partei verkommen ist. Was ich mich noch so ein bisschen frage, Andreas, ist, mit welcher Gefahr, wenn man das denn überhaupt so sagen kann, müssen denn jetzt eigentlich die Jurymitglieder leben? Ja, das ist die Frage zu beantworten, also die Frage zu stellen, heißt sie ja schon halb zu beantworten. Wir haben ja erlebt, wie zum Beispiel brave Wahlhelfer, also nur Menschen, die irgendwie Stimmen gezählt haben oder so im Zuge dieser ganzen an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen von Rudy Giuliani etc. Vor knapp 4 Jahren mit Todesdrohungen überzogen worden und so. Und man kann sich
Man muss nicht viel Zeit auf Truth Social, Donald Trumps Netzwerk, verbringen oder so, um die Todesfantasien und so, die dort, Mordfantasien, die dort ausgebreitet werden, zu finden. Das ist tragisch. Das ist, die Namen dieser Menschen sind nicht öffentlich bekannt. Es gab bewusst keine Fernsehbilder. Die Gerichtszeichnerin zeichnet nicht die Geschworenen. Eine andere Frage ist, das sind ja ganz normale Bürger, die gecastet worden ist. Ich muss gestehen, mir persönlich würde das, glaube ich, ein bisschen schwerfallen, jahrelang Stillschweigen zu bewahren darüber, dass ich gerade irgendwie im Prozess des Jahrtausends als Geschworener beteiligt war. Insofern ist natürlich überhaupt nicht auszuschließen, dass auf welchem Wege auch immer irgendwann mal klar wird, wer diese Menschen waren oder sind. Und jetzt ist in New York die Wahrscheinlichkeit nicht so riesig, dass es gleich der Nachbar ist. Also rein statistisch, Donald Trump ist als Kandidat nicht wahnsinnig begehrt in New York, die einen fertig machen. Aber das spielt in Zeiten von Social Media Shitstorms ja auch nur eine untergeordnete Rolle, wo einer wohnt. Insofern, deine Frage beantworten kann ich nicht, aber klar ist, dass die Geschworenen sich da sicherlich auch selber Gedanken drüber machen. Und wer sich erinnert, wer das verfolgt hat, als die Geschworenen ausgesucht wurden, ja aus einem Pool von Hunderten von Leuten, da hat ja immer der Richter als erstes gefragt, wer traut sich zu, ein unbefangenes Urteil über Trump zu melden. Und dann haben also immer so 100 Leute auf einen Schlag gefragt. Da haben dann schon über 50 sich immer gemeldet und wurden dann sofort excused, also durften gehen. Da bin ich sicher, dass da ein paar dabei waren, die vielleicht sich das schon zugetraut hätten, aber die es sich nicht zumuten wollten. Letzte Frage. Wie hat sich denn eigentlich Biden, beziehungsweise wie haben sich denn die Demokraten positioniert oder wie haben sie reagiert? Sind die da jetzt auf einem Höhenflug, kann man das sagen? Nein, das kann man nicht sagen. Und das wäre sicherlich auch taktisch unklug, wenn die jetzt so Siegestänze aufführen würden. Interessanterweise haben eigentlich Trump und Biden im Kern gleich reagiert, wenn auch natürlich mit völlig unterschiedlichen Intonationen. Trump hat ja so sinngemäß sowas gesagt wie das wahre Urteil fällt am 5. November, das ist der Wahltag. Und das hat Trump gesagt und auch Biden hat gesagt, wie jetzt kommt es, also richtig stoppen kann man den Populismus nur am 5. November. Biden hat natürlich kein Interesse daran, dass das Narrativ gestärkt wird, er oder die Demokraten oder wie auch immer hätten die Justiz benutzt, um Trump auszuschalten. Also Biden muss sagen, ich fürchte Trump nicht und wir führen einfach einen Wahlkampf. Ne? Ich lasse nicht hier irgendwie die Gerichte die Arbeit für mich machen. Und Trump hat eben sozusagen das Interesse zu sagen, das spielt doch alles hier keine Rolle, dieses Gericht, oder das beweist doch alles nur, wie stark ich bin als Kandidat, dass die solche Mittel anwenden müssen. Never surrender, hat er ja dann in Großbuchstaben geschrieben. Und ich meine, es ist jetzt sich ja in ein paar Tagen D-Day mit einem runden Geburtstag, wo Biden auch in die Normandie fliegen will. Da kommt es her, ja, Churchill, never surrender. Nur noch mal so, um die Dimension zu verorten. Wir wissen alle, was bei der Landung der Alliierten in der Normandie war, was auf dem Spiel stand, worum es da ging. Und das ist die Tonlage, die Donald Trump anstimmt. Und für mich ist das der Takeaway des heutigen Tages. Es wird halt noch düsterer. Wenn ich vor der Alternative stehe, Weißes Haus oder Gefängnis, selbst wenn es die Jure dann nicht so kommt, aber wenn sich das so anfühlt für diese ohnehin schon so aufgepeitschten Leute, dann sind wir sicherlich noch mal dem Verderben in Form einer irgendwie gewaltsamen Auseinandersetzung ein Schrittchen näher gekommen. Ich bin alles andere als überzeugt davon, dass wir jetzt irgendwie das Land im Bürgerkrieg versinken sehen. Also da will ich gar nicht falsch verstanden werden. Aber es gibt Akteure, die sicherlich nach dem heutigen Tag noch wütender, noch verbitterter sind und noch weniger Vertrauen haben. Und das ist bestimmt die größte Gruppe, noch weniger Vertrauen in die Justiz, in die Regierung.
Und so ist das Land heute nicht in eine bessere Richtung abgebogen. So würde ich das für mich doch. Okay, also Takeaway des Tages ist nicht, dass wir am 31.05. wissen, dass das jetzt irgendwie eine wahlentscheidende Geschichte war, aber dass es düsterer wird. Das nehme ich dann jetzt auch mit. Vielen Dank, Andreas, für deine Zeit heute und für deine Einschätzungen. Gerne. Ja, noch wütendere, noch verbittertere Akteure, vermutet unser Nachrichtenchef und ehemaliger Washington-Korrespondent Andreas Ross. Wie schauen Sie auf das Urteil gegen Donald Trump? Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns eine Nachricht dazu schicken und auch vor allem Ihr Feedback zu dieser Folge senden an podcast@faz.de. Ich packe Ihnen natürlich wie immer noch ein paar Links zum Thema in die Shownotes und morgen kommt dann, wie versprochen, die Folge zur Hafermilch. Sehr spannend, sehr hörenswert. Genau das Richtige am Wochenende, was meine Kollegen Katrin Jakob und Michael Götz da auf die Beine gestellt haben. Wir hören uns hier an dieser Stelle wieder am Dienstag. Ab dann bin ich Ihr Host für die ganze Woche. Am Montag ist, wie schon bekannt, meine Kollegin Corinna Budras aus Berlin für Sie da. Und die schaut sich dann mal an, was das jetzt für Wellen schlägt, dass Berlin und auch Washington der Ukraine ab sofort erlaubt, deutsche und auch amerikanische Waffen gegen militärische Ziele in Russland einzusetzen. So, jetzt aber erstmal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und bis bald.